Einen wunderschönen guten Tag allen Cineasten und Cineastinnen. Willkommen wieder beim Movie Check. Einige von euch mögen sich jetzt berechtigterweise fragen, warum ich nicht vorher bereits eine Trailer-Reaction zum Warcraft The Beginning-Trailer gemacht habe. Nun, die Erklärung ist einfach. Der ist ja letzte Woche erschienen. Und ich musste mich in dieser Zeit auf meine Psychiatrieprüfung vorbereiten, die ich am Freitag geschrieben habe. Dementsprechend war das alles so ein bisschen hektisch. Ich habe keine 5 Minuten Zeit gehabt, um sowas aufzunehmen, weil ich, lernen musste. Lernen, so heißt das, genau. Ich musste lernen. Und dementsprechend kommt das Video erst jetzt. Also nicht böse sein deswegen und ich glaube schon wieder zu viel. Play. Jahrelang herrscht in unserer Geil. Welt Frieden. Der Greif. Aber etwas kommt auf uns zu. Ich kann es fühlen. Aha. Dunkle Mächte brechen über uns herein. Stormwind, ich will Stormwind. Rückzug! Ja. Spürt diese Bestien auf, was auch immer sie sein mögen. Orks. Unsere Welt stirbt. Es gibt kein Zurück mehr. Wenn unser Volk überleben soll, müssen wir hier eine neue Heimat finden. Was auch geschehen mag. Was auch geschehen mag. Stormwind. Wenn wir kein Bündnis schließen, wird unsere Welt untergehen. Das muss nicht passieren. Es gibt einen, der uns vielleicht zur Seite steht. Für Orks gibt es kein anderes Leben als Krieg. Mit Hilfe der Menschen könnte es eines geben. Warum seid ihr hier? Um unser Volk zu retten. Geil. Können wir ihm trauen? Das sind Bestien. Die gehören allesamt vernichtet. Bist du dir ganz sicher? Wir beschützen das Königreich. Du und ich. Du stellst dich auf die Seite der Menschen. Gegen dein eigenes Blut. Das ist Selbstmord. Wir haben keine Wahl. Wir greifen an mit voller Stärke. Jetzt geht's auf den Sack. Was auch immer du vorhast, tu es jetzt! Bam. Eieieiei. Warcraft The Beginning. Ist das nicht geil? Alter Vater. Freunde, bevor ich jetzt loslege, muss ich natürlich sagen, dass ich früher zur Zockerzeit, also als ich noch wirklich Hardcore-Zocker war und mich nicht so intensiv auf YouTube zum Beispiel aufgehalten habe, auch eine Phase hatte, wo ich WoW gezockt habe, aber die Phase war relativ schnell dann auch vorbei. Sie ging nur 2 Wochen, ich habe das Testwochenende gespielt und warum bin ich kein Suchti geworden? Ganz einfach, ich hatte damals noch, da habe ich noch zu Hause im Elternhaus gewohnt, und das Ding war, die Ports, die das Spiel brauchte, um mich nicht permanent aus dem Spiel zu kloppen, hatte ich allesamt freigeschaltet und trotzdem hat es mich die ganze Zeit aus dem Spiel gekloppt. Das fand ich ziemlich lame und dachte mir dann, ne, dann schmeiße ich hin, nach 5 Minuten, da kannst du ja nicht leveln. Das ist ja blöd, ne? Und dementsprechend habe ich dann auch WoW für mich entschieden, nicht zu zocken, weil es hat einfach keinen Sinn gemacht. Aber ich habe das Spiel natürlich trotzdem verfolgt. Ich fand ja auch Blizzards Launch-Trailer richtig geil. Jedes Mal diese richtig coolen Cinematic-Trailer, die sind richtig gut gemacht. Also da ist Blizzard ja King, ob jetzt bei Diablo oder StarCraft oder eben auch bei Warcraft und World of Warcraft. Das sieht alles immer sehr, sehr geil aus. Und umso gespannter waren natürlich auch die Fans, also die Fans des Spiels, als auch Filmfans auf diese Interpretation von diesem Stoff. Und wenn wir uns das mal anschauen, dann muss man wirklich sagen, da haben sie sich verdammt nochmal Mühe gegeben. Ich habe auf GameStar einen Beitrag gefunden, der den Trailer mit den bisherigen Ingame-Materialien von World of Warcraft vergleicht. Und da findet man tatsächlich ziemlich viele Parallelen, die liebevoll quasi schon fast 1:1 umgesetzt wurden. Gucken wir uns zum Beispiel einfach mal die Stormwind an. Gucken wir uns einfach mal Stormwind an, wie wir es im Trailer gesehen haben. Das ist einfach nur, das sieht authentisch aus. Also wie
quasi vom Grundriss aus dem Spiel genommen und einfach mal schön animiert, und das sieht einfach nur Hammer aus. Also ich war perplex, allen voran auch bei Westfall, weil da war ich früher, als ich Allianz gezockt habe, auch manchmal unterwegs als kleiner Jäger mit einem Bären, und also Westfall, da habe ich nur gute Erinnerungen eigentlich dran, und das sieht man auch in diesem Trailer. Sehr, sehr cool. Dann kommt dazu noch hier Draenor als Location, haben wir auch gesehen kurz im Trailer, und natürlich den Black Rock Pass. Und ich muss sagen, das sieht einfach schon sehr, sehr cool aus. Ja, das gefällt mir, weil hier tatsächlich das eine Spieleverfilmung wird, die gut werden wird. Davon bin ich überzeugt. Das wird jetzt nicht sowas wie Far Cry mit Till Schweiger, sondern da war das Studio maßgeblich dran beteiligt. Blizzard war maßgeblich dran beteiligt. Und es ist auch nicht ein Animationsfilm, wie wir ihn so kennen, sondern das ist natürlich schon mit echten Schauspielern gedreht worden. Auch die Orks sind, glaube ich, per Motion Capturing zum Leben erweckt worden. Und das ist cool. Da hat sich ein Studio wirklich engagiert. Ich meine, Warcraft und World of Warcraft, ich habe gerade was auf meinem Handy bekommen, das ist ja auch eine Marke. Die muss man auch entsprechend vermarkten, ohne andere Franchises, wie zum Beispiel jetzt den Gaming-Markt, auch gegen die Wand zu fahren. Und da muss der Film natürlich überzeugen. Wenn man jetzt also auch schon sieht, Warcraft, der Film, beziehungsweise Warcraft The Beginning, es ist erst der Anfang, da kommt mehr. Und ich glaube, so wie dieser Trailer jetzt mich schon angefixt hat und so gut wie das schon im Trailer aussieht, berechtigterweise The Beginning, weil wenn das qualitativ stimmt, dann könnte daraus ein richtig großes Franchise werden. Und das hoffe ich, weil das ist Sci-Fi vom Feinsten. Blizzard schreibt gute Stories, die können einfach coole Geschichten erzählen und sie haben auch geile Welten. Und dementsprechend hoffe ich einfach, dass das klappt. Und ich bin da eigentlich schon jetzt Feuer und Flamme für. Ich freue mich auf 2016 auf diesen Film im Warcraft-Universum. Warcraft The Beginning. Und damit klopp ich euch jetzt weiter auf die Endcard.